Monster School, ein Phänomen, was mir nicht bekannt war. Ich wurde darauf hingewiesen durch meine zahlreichen YouTube-Kommentare, die gesagt haben, reagier doch mal auf Monster School, reagier doch mal auf Monster School, kannst du dir mal Monster School angucken? Ich wusste bis vor kurzem nicht, was es ist, ja? Ich habe jetzt gegoogelt. Ich war auch richtig konfus am Anfang, weil ich gedacht habe, okay, das ist bestimmt einfach ein Kanal, der lädt was hoch, das heißt Monster School, das ist super krass. Das ist halt insane, das... Die Videos, 20 Millionen Aufrufe, 3 Millionen Aufrufe, 7 Millionen Aufrufe, 8 Millionen Aufrufe, 1,2 Millionen Aufrufe. Was ist denn das? 4,6? Ich weiß nicht genau, was. Ich habe mir gedacht, wir gucken es uns heute zusammen an. 16 Millionen Aufrufe. Ich habe das Gefühl, das ist voll an mir vorbeigegangen. Normalerweise, wenn Videos so extrem durch die Decke gehen, dachte ich jedenfalls immer, hört man davon? Ja, ich meine, wir alle haben von diesen, jetzt fällt es mir nicht ein, okay, sorry, Killer-Clown-Videos, wollte ich sagen, gehört. Die gab es eine Zeit lang. Ich meine, es gibt ja immer so Trends, die kommen und gehen und es gibt dann einfach Videos, die kriegen insane viele Views. Und dann wissen alle irgendwie so, oh ja, das existiert. Ich wusste nicht, dass das hier existiert, okay? Aber wir gucken uns das heute an und wir erfahren, ja, was die Monster School so ist. Und wenn es, okay, wir sehen heute das Video Monster School All Cute Baby Monsters Minecraft Animation vom Kanal Big School. Und ich bin nicht sicher, ob das hier der Originalkanal ist, wahrscheinlich nicht. Aber wir gucken das jetzt und ich bin sehr gespannt. Ich bin wirklich sehr gespannt. Falls ihr das kanntet, ja, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare, falls ihr in der Szene drin seid und ihr sagt, das ist nicht das Original, guckt ihr unbedingt dieses und dieses und dieses Video an. Oder das und das und das hat mir am besten gefallen. Ich bin sehr offen für Tipps. Wie gesagt, es ist Materie, mit der ich mich nicht auskenne. Aber ich bin gewillt zu lernen, Leute. Ich bin gewillt zu lernen. Let's go! Okay, er wacht auf. Der Hahn kräht. Er geht. Ein idyllischer Morgen. Ich kenne den Plot nicht. Er macht Wasser ins Becken. Ich mag übrigens super gerne, ich habe da schon mal ein Video zu gemacht, zu so Minecraft-Animationen, zu den beliebtesten Minecraft-Liedern zum Beispiel. Falls ihr das noch nicht gesehen habt, verlinke ich euch das hier oben bei der Infobox. Dann könnt ihr euch das, beziehungsweise beim i. Ist das die Infobox? Eigentlich nicht, das sind Informationen. Weitere Video-Empfehlungen. Warum ist das das i? Ich weiß es nicht. Jedenfalls hier oben. Könnt ihr klicken, dann könnt ihr euch mehr davon angucken. Ansonsten würde ich sagen, weiter geht's. Die Musik ist catchy. Er bohrt in sein... Oh, okay. Ich appreciate, wer auch immer das eingesungen hat. Er ist ein wilder Kerl. Es ist Herobrine, ja? Er tritt die Schule ein. Stimmt, es ist ein Babymonster. Es ist ein Monster. Es ist Monster. Es ist Monster School. Hätte ich wissen können, ne? Hätte ich wissen können. Der Sportwagen, der Zombie-Dad mit seinem Zombie-Sohn. Sie gehen auch in die Schule, denn auch Zombies müssen etwas lernen. No. Oh, er nimmt den kleinen Zombie mit. Er ist so, weißt du was? Hab einen schönen Tag in der Schule, kleiner Zombie. Ich nehme dich mit in die Klassenzimmer. Und dann fährt der Vater weg mit seinem Luxusschlitten. Oh, die Stunde fängt wohl an, Schüler. Oh, der Baby-Pigman, er bringt auch sein Kind. Vielleicht ist es gar kein Unterricht. Vielleicht ist es so ein Kindergarten. Und er ist der Kindergärtner, der Herobrine. Oh, er hat Angst, er will nicht weg von seinem Papa. Er ist so cute. Okay, aber er sagt, es ist okay. Herobrine wird gut auf dich aufpassen. Und dann ist er weg. Easy. Der hat Kinder durchgespielt. Der ist so, weißt du was, hier, nimm den Keks. Wir sind beste Freunde. Okay, er nimmt ihn auch mit in den Kindergarten. Wer kommt als nächstes? Das Skelett. Das hätte ich sogar getippt. Ich sag, danach kommt noch die Spinne. Lala! Meine Katze will rein. Oh, sie ist so cute. Guck mal, das Skelett ist schon groß. Es ist mussig. Es hat keine Trennungsängste mehr. Es ist so, okay, ich gehe schon. Ich finde, es ist... Okay, einfach mal der Fakt, dass dieser kleine Zombie diese kleine Mütze aufhat. Das ist so niedlich. Oh, die spielen alle. Oh, was machen sie? Oh, sie haben eine Teambesprechung. Was wollen sie machen? Sie wollen Feuerwerk machen. Sie pranken den Lehrer. Es ist ein klassischer Prank. Ich als Prank-Fan, ja? Fanatiker fast schon. Sehen und Prank, wenn ich einen sehe. Oh, den haben sie hops genommen. Den haben sie richtig reingekriegt. Clever. Oh, er ist stinkig. Okay, jetzt. Oh mein Gott. Oh mein Gott, selbst das haben sie antizipiert. Sie haben Öl oder irgendwas Rutschiges auf den Boden gemacht, damit, wenn der
Dann, oh mein Gott, smarte Kinder. Zombie, Baby, Monster, cute Monster, School Monster. I love it. Es tut mir leid, wenn ich das ganze Video nur da sitze und sage, oh mein Gott, so die süß, aber es ist so cute. Oh, was ist das? Oh, die Tochter hat verschlafen. Okay, die Mama ist so, hey, du musst aufwachen, du musst in den Kindergarten. Wach auf! Ich habe keine Ahnung, was das übrigens ist. Ich würde ja gerne sagen, oh, ein Zombie, aber es ist kein Zombie. Ich weiß nicht, was das ist. Hab noch nie gesehen. Sehe ich das erste Mal in meinem Leben. Wenn ihr wisst, was es ist, schreibt mir in die Kommentare, ich will es wissen. Tja, erstmal ein bisschen Steak und Milch zum Frühstück. Klock, klock, klock. Okay, ab in den Kindergarten. Mit dir, kleines blaues Mädchen. Was auch immer du sein magst. Umarmt die Mama. Oh, es ist so cute. Was ist, bist du? Ein Schweinman, Enderman, Slimy-Familie. Die verwirrt mich. Okay, das ist eine Patchwork-Familie. Eine klassische Patchwork-Familie, wenn ich hier eine gesehen habe. Der alte Opa. Der ist aber kein Monster. Monster ist gut, habe ich gedacht. Oh, er hilft dem alten Mann über die Straße. Das ist süß. Das ist lieb. Das ist so süß. Okay, und alle haben geklatscht. Das sind wie die Geschichten auf Reddit, die sich jeder ausdenkt. Und dann sind sie so... Und dann haben alle geklatscht. Okay, jetzt gehen die auch in die Stille. Der kleine Creeper mit der Creeper-Mama. Okay, es ist einfach... Scheinbar bringen sie alle ihre Kinder in den Kindergarten. Das ist die Monster School. Aber jetzt frage ich mich, wo ist die School? Ist es vielleicht doch eine Schule? Ist es doch kein Kindergarten? Wird da jetzt gleich noch was gelernt? Wahrscheinlich, da ist eine Tafel. Es wird doch was gelernt. Was ist heute? Was lernen Monster? Wie sie gruselig sind? Oh! Oh mein Gott, das ist cool. Okay, jetzt. Sport. Sport ist auch für kleine Monster wichtig. Der Slimy, der macht hier Purzelbäume. Das war jetzt nicht wirklich Sport, aber fair. Er hat versucht, den Salto zu machen. Alles gut. Oh. Okay, das Schweinchen. Das hat's drauf. Das weibliche Skelett. Wird man Cheerleader? Ich sehe es schon. Da ist Talent da. Enderman, da ist kein Talent da. Es tut mir leid. Okay, was ist das nächste Fach? Oder ist das eine weitere Sportübung? Diese Tanznummer. Ist eine Tanznummer. Das sind wie diese Aerobics-Übungen, wisst ihr? Wo in so Urlaubsresorts irgendwie so eine von diesen Animateuren am Wasserstand sind und dann so viele alte Ladies im Wasser. Und er ist so, okay, toll, macht ihr das. Und jetzt mit den Armen kreisen und linkes Knie hoch. Okay, linkes Knie hoch. Wisst ihr, was ich meine? Das ist genau sowas. 1:1. Tolle Sache, Wasser-Aerobic ohne Wasser. Okay, was ist Mr. Hero Brian? Was ist denn die nächste Aufgabe? Was macht ihr als nächstes? Wie ist der Schultag von einem Monster? Sie räumen Betten um. Wäre jetzt nicht mein erster Tipp gewesen. Aber fair. Oh nein, es ist Schlafenszeit. Sind Schulen Schlafenszeit? Es ist irgendwie eine weirde Kombination aus Schule und Kindergarten. Und der eine wird mal Innenarchitekt. Und das Mädchen hat OCD, deswegen freut sie sich, dass er das Bett gerade gedreht hat. Das ist mir direkt aufgefallen. Okay, der Zombie-Pigman, was auch immer, hat eine Idee. Und zwar, er ist auch ein kleiner Prankster. Und zwar prankt er das andere Schwein. Er kitzelt es mit der Feder am Fuß. Gleich macht er den Trick mit der Hand in warmes Wasser und dann pinkelt er sich ein. Ja. Und? Komm. Oh, was ein Prank. Den hat er. Ja, da. Ah, okay. Kein guter Prank. Das ist nach hinten losgegangen. Ich dachte, der hat das im Gesicht und dann ist lustig. Oh. Oh nein. Wer kennt es nicht? Man wird in der Schule ausgelacht, weil man... ne? Ei. Dafür sind aber Klos da. Skelett. Ich hoffe, du wirst gestochen von einer Biene. Hast du Angst vor Bienen? Bist du hungrig? Ess hungrig. Trinkt den Honig. Können Skelette essen? Scheinbar. Oh, die Bienen sind angry. Ich
Ich bin konfus. Ich wusste nicht genau, was das jetzt heißt. Aber gut. Die spielen Jenga. Das mochte ich immer. Ich komme immer noch nicht drüber weg. Der Zombie mit seiner kleinen Kappe. Er ist so cute. Es ist einfach eine weirde Kombination aus Schule und Kindergarten. Und die kleinen Monster sind so niedlich. Und ich meine, überleg mal, wenn das wirklich so wäre. Weißt du, wenn die Minecraft-Welt existieren würde. Klar müssen die irgendwann zur Schule gehen. Und dann bringen die Eltern wirklich ihre kleinen Zombie-Kinder, Pigmen, Enderman-Kinder in den Kindergarten. Und dann gibt es wirklich einen Lehrer, der sagt so, okay, heute, Baby-Skelett, was ist deine Aufgabe? Tu was. Ich hab nicht gelesen, was da stand. Warum schreien sie so viel? Was ist passiert? Fragt er sich wahrscheinlich auch. Oh! Achso, au! Das ist der von den Bienen gestochen wurde. Und mir ist jetzt aufgefallen, der sagt nicht wirklich was. Der sagt einfach nur Baby Skeleton Boy. Also, der spricht ihn einfach nur an mit seinem Namen. Jetzt erzählt er so, ja, die Bienen, ich wollte nur Honig essen, aber die Bienen. Gnadenlos. No chills. Zu der Schule kommt er nie wieder. Das ist der letzte Tag. Die Leute, die sieht er nie wieder in seinem ganzen Leben. Doink. No. Okay, der kleine Flexer. The boy. Ist auch einfach, ist wahrscheinlich das coolste Kind im Kindergarten, wenn er mit seinem Cappy da ist, mit dem coolen Dad, mit dem Sportwagen. Guck mal, die Endermans, die sind ganz neidisch. Die sind so, weißt du was, den klauen wir uns. Den klauen wir uns. Da steigen wir jetzt ein, teleportieren wir uns rein und dann fahren wir weg mit dem Ding. Knew it! Oh! I knew it! Ihr braucht den Wagen nicht, ihr könnt euch teleportieren! Was ist passiert? Oh. Er ist so süß. I like it. Sehr, sehr gut erzogene junge Kinder. Das war Monster School. Leute, Kinder der Nacht, Freunde der Nacht, was auch immer ich hier gerade versucht habe zu sagen. Also ich finde es super süß. Da gibt es x-tausend Folgen von. Wie gesagt, wenn ihr da Expertise in dem Bereich habt oder ihr wollt, dass wir uns nochmal sowas angucken, dann schreibt mir einen Kommentar, lasst dem Video einen Daumen hoch da, damit ich weiß, ob euch das gefällt. Wenn es euch nicht gefällt, dann lasst keinen Daumen hoch da. Es ist einfach nur, damit ich erkennen kann, ob es euch gefällt. Und genau, wenn wir da, wenn euch das gut gefällt, dann machen wir es nochmal. Wenn nicht, dann nicht. Aber wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann abonniert diesen Kanal und dann sehen wir uns im nächsten Video. Habt noch einen schönen Tag. Tschüss!